Auch dieser Winter hat unseren Autos wieder ordentlich zugesetzt. Weil sich das Streusalz überall ablagert, wird es in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einer Mischung, die Lack und Metall angreift. Da sich diese in die kleinsten Fugen verteilen kann, kann sie an Stellen, wo der Lack beschädigt wurde, Rost verursachen. Eine gründliche Wäsche beseitigt die Salzreste und bringt etwaige Schäden zutage. Beim Hantieren mit dem Hochdruckreiniger sollte man aber einige Dinge beachten. Weil diese Geräte aufgrund ihres enormen Wasserdrucks regelrecht den Schmutz abfräsen, sollte man einen gewissen Abstand nicht unterschreiten, damit man an Reifen, Lack und Kunststoffteilen keine Schäden verursacht. Als Faustregel gilt, immer eine Unterarmlänge Abstand halten. Um den Motorraum von modernen Fahrzeugen richtig reinigen zu können, muss man in der Regel erst die Verkleidung fachgerecht entfernen. Und auch dann gilt es aufzupassen, denn durch den scharfen Strahl des Hochdruckreinigers können durchaus auch empfindliche Anlagen wie Zündanlagen oder Einspritzsensoren beschädigt werden. Deshalb sollte man die Reinigung des Motorraums den Fachleuten überlassen. Nach der ersten Grundreinigung mit dem Hochdruckreiniger ist Handarbeit gefragt. So lassen sich Schäden an Lack, aber auch den Rädern am besten erkennen. Und diese Schäden sollte man umgehend reparieren lassen. Scheiben, Spiegel und die Beleuchtung werden nach dem Winter auch gründlich gereinigt. Weil im Winter Heizungsluft in Kombination mit Feuchtigkeit einen schmierigen Film auf den Scheiben entstehen lässt, sorgt eine gründliche Reinigung wieder für Durchblick. Rechts. Bei der Beleuchtung darauf achten, dass alles funktioniert. Ansonsten die Glühlampen austauschen lassen. Ja, Bremse funktioniert. Wer seine Winterreifen in einem Fachbetrieb montieren lässt, sollte die Gelegenheit nutzen, dass ein Experte sich die Bremsanlage anschaut. Und wenn die Winterreifen fachgerecht eingelagert worden sind, dann kann der Frühling auch kommen.